So, jetzt Wanderungsstart kommt. Ich bin draußen. Und jetzt hier zum nächsten E-Center hinlaufen. Und wenn ich da angekommen bin, dann erstmal Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Das mache ich gleich. Versprochen. So, ich bin jetzt bei diesem befeuchteten E-Center. Und jetzt werde ich Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. So, ich bin gerade einkaufen gegangen und wie versprochen habe ich hier schon wieder Bier gekauft. Dann hier 5 Brötchen, weil ich habe heute Bock auf hier Frikadellenbrötchen mit Krautsalat und hier Hamburger Soße. Noch eine extra Flasche Wasser habe ich auch noch gekauft. Und vielleicht, wenn es da Zucker mangelt, weil ich weiß, dass wie das ist, wenn man viel läuft, dass es da Zucker mangeln kann. Hier noch ein bisschen Süßigkeiten. Ja, das habe ich mir gekauft. Und jetzt diese ganzen Sachen einpacken und gleich erstes Bier trinken. Und dann Wanderungsstart kommt. So, ich habe die Sachen eingepackt und jetzt erstes Bier trinken. Und jetzt Wanderungsstart kommt. So, hier, ich bin bei dieser Weserwehr angekommen. Da, wo Wasser runterfällt. Seht ihr, dass in diesem Wasser hier runterfällt? Das ist die Weserwehr. Und hier, da, genau, da ganz hinten, da ist hier Rohr mit Dampf oben drauf. Das ist da ganz hinten. Und hier, weil heute die Temperaturen nicht schlecht sind, bereue ich das, dass ich hier meine Straßenschuhe anhabe. Die ich eigentlich eher bei kälteren Temperaturen lieber anziehen tue. Weil hier meine Laufschuhe, diese ganz leichten, die ich jetzt lieber anhätte, die sind viel zu kalt. Da kommt ganz viel kalte Luft rein, wenn es zu kalt draußen ist. Deswegen hatte ich gedacht, diese meine Straßenschuhe anzuziehen. Aber jetzt merke ich, dass ich das bereue mit den Straßenschuhen, weil es zu warm in den Füßen wird. Ja, und das da vorne, das ist dieser Endzipfel von diesem Werdersee. Genau, und da ganz hinten ist dieser Habenhausen und da laufe ich gleich durch. Ich laufe Bier trinken durch Habenhausen durch. Da bin ich jetzt gerade dabei, das zu machen. So, ich habe hier eine Sparkasse gefunden und ich werde jetzt erstmal Geld herunterladen. Ich habe nur noch 5 Euro drauf, drin, hier, bei mir. Deswegen jetzt ein bisschen Geld runterladen. Aber jetzt, weil ich hier Geld runtergeladen habe, gedownloadet habe, jetzt Bier trinkend weiter zu gelaufen. Hier, guck mal, heute ist so voll cool Wetter, dass ich sogar gerade kurzzeitig mein Scheiß-Pullover ausgezogen habe. Extra so, um so ein bisschen mehr Sonne hier auf meiner Scheißhaut, hier D3-Schäferung drauf zu haben. Weil D3 ist hier, das muss sein. Das hat so zu sein, das ist Gesundheit. Deswegen ist das so. So, das hier, das ist ein Park von, weiß ich nicht, ob ich noch in Habenhausen bin oder in einem anderen Stadtteil. Aber zumindest ist das hier Park. Hier, ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin jetzt gerade hier bei diesem Ochturmpark angekommen. Also da, wo ich hier meine Straßenschuhe hier gekauft habe. Bei diesem Ochturmpark bin ich angekommen. Und ich glaube, ich hole mir zwei Cheeseburger oder so. Oder Hamburger oder... Ja, und McDonald's ist da vorne. Aber ich muss bis da ganz hinten hinlaufen zur Ampel. Oder obwohl, ich laufe dann da drüben zurück, weil das ist näher dran. Um über die andere Straßenseite rüberzukommen. Ach nee, ich habe das anders überlegt. Ich laufe nicht bis da nach da ganz hinten zu dieser Ampel, um rüberzukommen, um hier bei diesem McDonald's hier... Ja genau, bei diesem McDonald's hier fressen zu wollen, sondern ja, da fährt auch ein Video oder wie das heißt. Ach scheiße, das habe ich glaube ich scheiße gefilmt. da vorne ist so ein Burgerladen. Da bin ich ein So, ich habe mir eben gerade für teure 4,99 Euro einen Hamburger geholt. Und jetzt bin ich gleich auf der Suche nach einem Sitzplatz, damit ich das fressen kann.
So, ich habe mir jetzt einen geeigneten Sitzplatz gefunden und jetzt erstmal ein Bier trinken. So, und jetzt Bier trinken, diesen 4,99 Euro Hamburger Fries. Ich finde diesen Burger hier nicht schlecht, aber ich habe schon mal bessere Burger gefressen. Also der hat nicht so einen hier Wow-Effekt oder wie man das nennt. Von daher würde ich den hier jetzt als mittelmäßig bezeichnen. Ich bin gerade bei Ikea und damit ihr mir glaubt, dass ich bei Ikea bin, guck mal, hier. Hier ist dieser Ikea-Schild. Hier, ich bin in dieses Stur oder wie das heißt angekommen. Ich laufe nach Richtung nach da lang. Und nach da lang sollte es irgendwie nach Richtung Delmenhorst gehen. Und hier. Delmenhorst habe ich früher mal gewohnt gehabt. Bis vor ein paar Jahren, eineinhalb Jahre lang. Ich dachte mir irgendwie hier nach Oldenburg zu laufen. Oder irgendwie so in diese Richtung dahin und mal gucken, wie lange ich dahin brauche. Ob ich jetzt morgen dort ankomme oder übermorgen, weiß ich noch nicht. Muss mal gucken. Aber ich habe gerade irgendwie Bock, wieder draußen zu sein. Hier rumzuwandern mit Beine. Uiuiui, guck mal, wie schmalzig und schmierig mein hier Rad aussieht. Der sieht richtig schmalzig und schmierig aus. Als ob da ganz viel Dreck dran wäre und sowas. Mit Schmutz dran. Und noch mehr Dreck. Genau, hier, ja, mit Schwarzdreck. So sieht das aus. Mit meinem Rad. So, ich bin hier in Delmenhorst angekommen. Das ist hier Delmenhorster Hool ab. Und ich werde da erstmal Nachschub holen. Und zwar nicht nur für heute. Ich habe heute noch nicht leer gemacht. Sondern für morgen. Weil morgen ist Sonntag. Deswegen will ich ein bisschen Vorrat haben. So, ich habe mir zwei Wickfühlerträger gekauft. Für morgen, weil morgen ist ja dieser Sonntag, was ich vorhin gesagt habe. Oh Scheiße, hier, guck mal, da ganz hinten ist, guck mal, gleich dunkel kommt, also bald. Weil da ganz hinten kommt Sonnenuntergang oder, ja. Ja genau, das kommt. Und hier, Delmenhorst, ist nicht ganz so klein. Und das dauert irgendwie ein bisschen, bis ich da drüber durchgelaufen bin. Weil immer mehr Dunkle kommt, kommt immer mehr kalt. Und weil immer mehr kalt kommt, habe ich gerade mein Pullover und meine dreckige Scheißmütze angezogen. Damit es nicht gleich frieren tue oder so. Genau deswegen habe ich das gemacht gerade. Da ganz hinten, da ist dieser Supermarkt in Coop. An Inkoop kann ich mich von damals auf jeden Fall auch noch erinnern. Da war ich des Öfteren mal einkaufen gewesen. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Und deswegen laufe ich irgendwie nach Richtung Gardakersee zu. Ich bin jetzt gerade zwischen Delmenhorst und Gardakersee oder wie das heißt. Und ich habe keine Ahnung, wo man. Hier ist kein Waldstück oder so. Hier ist überall Feldlandschaft. Deswegen. Ja, keine Ahnung. Also hier kann ich auf jeden Fall mein Zelt nicht aufschlagen. Also hier ist kein Wildcamp-Zeltplatz. hier, ich habe gerade eine Schutzhütte gefunden. Und hier, da ganz vorne, da ist Dorf. Also da ganz hinten. Da sind Häuser, wo Dorf ist. Und hier, wo ich jetzt gerade bin, das ist so eine Schutzhütte oder Bushaltestelle. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Aber auf jeden Fall so eine kleine Hütte. Und ich bin mir jetzt gerade wirklich am Überlegen, ob ich jetzt weiterlaufe, um irgendwie im Wald irgendwie so einen Wildcamp-Zeltplatz zu suchen. Oder ob ich mich hier einfach hinlege. So, hier, mein Schlafplatz ist einsatzbereit. Und jetzt werde ich erstmal so, und darauf, dass ich erstmal Schlafplatz gefunden habe, werde ich jetzt erstmal Frühessen machen. Also hier mein Abendbrot oder so. Ja genau. Hier Frikadellenbrötchen. Das werde ich jetzt gleich machen. Warme Frikadellenbrötchen. So, erstmal hier diese Spritflasche. Da ist kein Sprite drin, sondern weil da Spiritus draufsteht, ist da Spiritus drin.
Und deswegen werde ich jetzt diesen Flascheninhalt jetzt hier reinschmeißen. Und jetzt diese Aktivität des Sturmfeuerzeuges hier reingießen. Und schon ist das, genau. Deswegen sieht das jetzt so aus, wie das aussieht. So, jetzt, wo das brennt, erstmal diese Pfanne hier drauf tun. Und jetzt, hier, guck mal. Ich habe das hier aufgemacht, das hier, das ist, Margarine, was ich bei der Tafel gekauft habe. Und hier, diesen werde ich jetzt mit diesem Messer von Silent Outside Bob. Der hat mir das rübergeschickt gehabt bei der letzten Fanpost. Werde ich das hier so entfernen und dann hier einfach drauf tun. Genau, bis er beschmiert kommt. Damit das hier. Das kann man als Bratfett benutzen. Deswegen mache ich das genauso. Und wenn Schmilz kommt, dann kommen gleich meine Frikadellen rein. Das schwöre ich euch. So, in der Zwischenzeit werde ich jetzt die beiden Brötchen hier halbieren. Also zwei Brötchen erstmal. Und jetzt, oh Scheiße, diese Frikadellen sind zu fett für zwei. Deswegen mache ich da erstmal eine Frikadelle drauf. Die ich damit mit meiner Schmiergabel hier so ein bisschen umrühren kann. Umdrehen und sowas. Überschlag machen kann. So einen richtigen Überschlag. Wisst ihr Bescheid, oder? So, in der Zwischenzeit mache ich schon mal, wie heißt das nun mal? Krautsalat oder so. Hier in diese zwei Brötchen rein, die ich hier gerade geschnitten habe. So, ich denke mal, dass diese Frikadelle hier durch ist, aber vollständig, dass der hier erstmal auf dem Brötchen drauf kommt. Und dass die zweite Frikadelle jetzt hier drauf kommt. So, und darauf, dass jetzt hier diese erste Brötchen fertig ist, also diese fertige Frikadelle auf dem fertigen Brötchen mit Weißkraut drauf, oder Krautsalat heißt das, kommt jetzt hier, wie heißt es nochmal, hier Hamburger Soße drauf. Und jetzt hier die andere Brötchenhälfte drauf. Und fertig ist mein Armbrot. Und jetzt kann ich diesen Armbrot fressen. Das hier, das sind, ich glaube, Schweinefrikadellen oder Rind, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und beim letzten Mal hatte ich Hähnchenfrikadellen gehabt. Und die Hähnchenfrikadellen, die fand ich nicht so lecker. Und von daher finde ich diese hier richtig voll cool. Das schmeckt mir und so weiter. Und von daher werde ich diesen Brötchen jetzt fressen und dann gleich nochmal ein Frikadellenbrötchen fressen. Ja, das mache ich jetzt. So, ich werde euch meinen heutigen Schlafplatz zeigen. Also von hier aus betrachtet. Zwar hier kommt man diesen Bushaltestelle oder Hütte oder Schutzhütte oder was das ist hier rein. Hier ist mein Schlafsack. Mein neuer, den ich heute zum ersten Mal ausprobieren werde. Hier werde ich heute schlafen, hier auf diesem kalten Boden. Hier liegt mein Wagen. Hier mein... Wie heißt das denn mal? Meine Kühltasche mit ganz viel Bier drin. Dann habe ich hier noch meine zwei Grableuchten hier. Weil ich weiß halt nicht, wie lange diese Lampe hier vorne brennt.
Weil wenn das dann irgendwann ausgehen sollte, dann habe ich noch Licht wegen den beiden Grabkerzen. Und die halten sowieso total lange und die ganze Nacht durch. Oder mehrere Nächte durch. Und hier habe ich gerade gekocht. Aber das hier ist doch ein bisschen heiß und deswegen will ich das jetzt nicht zumachen. Weil sonst bekommt man das vielleicht nicht mehr auf. Und deswegen, lasse ich das hier erstmal ein bisschen abkühlen und räume es dann irgendwie später weg. Genau. Und das hier ist auch noch mein Kochsystem. Ja, genau. Hier hinter habe ich mal eine Jacke hineingeschoben. Oh Scheiße, jetzt ist mir dieser von diesem Krautsalat, der nicht so richtig dicht war, weil ich das schon offen hatte. Dieser Krautsalatsaft ausgelaufen. Das ist rausgefallen und sowas. Und das hat die ganze Zeit meine ganzen Sachen gespritzt. Und jetzt riechen ein paar Sachen von mir nach Krautsalat. So ist das halt, ne? Die sind ein bisschen nass geworden davon, von diesen Spritzer von diesen hier. Plus meine Decke, die ich als Kopfkissen benutze. Also diese Decke hier. Die benutze ich als Kopfkissen. Da ist auch ein bisschen Krautsalatsaft draufgekippt. Also draufgespritzt. Das riecht so ein bisschen so. Und genau so mit diesem Krautsalat-Duft werde ich heute jetzt schlafen. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass hier ganz viele Wildschweine rumlaufen. Und das sieht für mich aus, als wenn das hier von Wildschwein hier aufgegraben wurde. Das sieht aus wie guter Versteck für Wildschweineherden.